Liebe Bettburgerinnen, liebe Bettburger, um 22 Uhr nochmal ein Update zur aktuellen Lage. Insgesamt ist die Lage in Bettburg aktuell noch ruhig. Die Pegelstände zeigen Bewegung, aber eine Welle ist bisher ausgeblieben und wird das nach aktuellem Kenntnisstand auch. Es wird also nicht diese erwartete Flutwelle geben oder ein ähnliches Ereignis, wie es Erftstadt heimgesucht hat. Aber die Pegelstände steigen voraussichtlich heute Nacht nochmal deutlich an. Deswegen haben wir vorsorglich erste Maßnahmen eingeleitet. Das machen wir nicht aus dem Bauch heraus, sondern dafür gibt es eine ganz klare Vorgehensweise und Kartierungen, die für solche Extremereignisse Berechnungen angestellt haben, wo wird das Hochwasser als erstes zuschlagen. Dementsprechend haben wir im Bettburger Stadtgebiet die ersten 70 Menschen evakuiert. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Bereich, der zunächst betroffen sein könnte. Für den nächsten Bereich, den dann in der Folge betroffenen Bereich, haben wir seit einiger Zeit jetzt die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen auf ein mögliches Szenario hingewiesen. Wir haben sie nicht aufgefordert, aktuell ihre Häuser zu verlassen. Wir haben sie sensibilisiert für das, was da kommen kann, dass sie bitte Vorkehrungen treffen, dass sie sich nicht in den Kellerräumen aufhalten und dass sie eben notfalls bereit sind, wenn wir dann an ihrer Tür klopfen, eben das Haus zu verlassen, falls es zu einer extremen Situation kommt. Bitte, solange es kein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bettburg ist, und die sind gut zu erkennen, hören Sie nicht auf irgendwelche Leute, die offenbar gerade in einigen Stadtteilen rumlaufen und in dieser Situation Schabernack mit Ihnen treiben oder vielleicht auch was Kriminelles vorhaben. Wir werden ganz klar Ihnen kommunizieren mit Vorankündigung, welche Bereiche betroffen sind. Es kommt keiner zu Ihnen und sagt, packen Sie bitte mal für 2 Tage Sachen ein und verlassen Sie Ihr Haus. Das wird so nicht passieren, sondern es wird eine ganz klare Vorgehensweise geben. Die Menschen, die untergebracht werden müssen über Nacht und die nicht bei Freunden und Bekannten unterkommen, für die haben wir eine Notunterkunft eingerichtet, hier in Kaster in der Martinushalle. Dort sorgen wir auch für Verpflegung. Zusätzlich beherbergen wir in den nächsten 3 Tagen eine einen Wasserrettungszug für die Kreisstadt Bergheim. Die bekommen Hilfe aus Hessen und ein 70 Mann starker Zug wird hier in Bettburg stationiert. Wir machen das in Amtshilfe, weil das ist das Gebot der Stunde. Wir müssen uns alle eng abstimmen und wir arbeiten alle Hand in Hand. Jeder leistet hier aktuell seinen Beitrag. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen. Und zwar 24 Stunden lang ist unsere Hotline bei der Stadt Bettburg besetzt. Dort beantworten wir Ihnen alle Fragen zur aktuellen Vorgehensweise auf Bettburger Stadtgebiet. Wir haben im Moment auch Anrufe aus den auswärtigen Bereichen. Da können wir keine Auskunft geben, sondern nur für Bettburg. Sie erreichen uns unter der 02272 402 und danach die 800. Also 02272 402 800. Dort sind die Leitungen geschaltet und wir versuchen Ihnen alle Fragen, die Sie haben, zu beantworten. Es heißt jetzt ein bisschen Geduld haben und auch hoffen, dass Bettburg nicht härter getroffen wird. Aktuell muss ich sagen, ich bin sehr, sehr stolz und froh auf das Team unserer Freiwilligen Feuerwehr hier in Bettburg, die höchst professionell agieren. Das muss ich ganz klar sagen. Werde ich dann morgen noch mal detailliert tun. Ich bin aber auch froh, dass die Kooperation mit unserem Bauhof und mit dem technischen Dienst hier wirklich reibungslos läuft. Ich möchte mich auch bedanken bei den vielen freiwilligen Angeboten, die wir bekommen von Bettburgerinnen und Bettburgern, die Hilfedienstleistungen anbieten, die Material wie Pumpen und so weiter anbieten im Bedarfsfall. Wir kommen auf ihre Angebote zurück. Ich finde das einfach großartig, dass in solchen Momenten hier in Bettburg wirklich Solidarität über allem steht. Das ist ja einfach toll und ist unbezahlbar. Ja, das oberste Gebot ist Ruhe bewahren. Wir werden sie, sobald sich etwas entwickelt, sobald sich eine Veränderung zeigt, werden wir sie informieren. Aber im Moment ist Ruhe das oberste Gebot der Stunde. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich ruhige und trockene Nacht.